Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten Minuten geht es um die Sicherheit in Prozessanlagen. Ich begrüße jetzt in unserem kleinen TV-Studio hier auf der SPS IPC Dreis in Nürnberg Hans-Peter Meyer. Er arbeitet als Branchenmanager Chemie bei der Enders und Hauser Messtechnik GmbH und Co. KG. Guten Tag, Herr Meyer. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, Lehmann. Schutzeinrichtungen mit Mitteln der Prozessleittechnik reduzieren zum einen das Störfallrisiko in verfahrenstechnischen Anlagen, zum anderen bringen sie die Anlagen in einen sicheren Zustand. Problematisch oder schlimm wird es, wenn diese PLT-Schutzeinrichtungen versagen. Herr Meyer, welche Fehler können zum Versagen von PLT-Schutzeinrichtungen führen? Herr Lehmann, unterschieden werden zwei Fehler hauptsächlich. Das sind die zufälligen Fehler und das sind die systematischen Fehler. Systematische Fehler kann man vermeiden, zufällige Fehler nicht. Das ist wie im Fernsehgerät, was ausfällt, Sie können es nicht reproduzieren. Sie wissen nicht, wo der Fehler herkommt. Bei systematischen Fehlern kann ein Fehler bestimmt werden und letztendlich auch der systematische Fehler kann reproduziert werden. Welche Fehlerart tritt denn in der Praxis am häufigsten auf? Es sind die systematischen Fehler, die HSE, die Health and Safety Executive, das ist eine Behörde in England, die überwiegend im Arbeitsschutz, sich mit dem Arbeitsschutz beschäftigt, hat festgestellt bei einer Analyse oder einer Studie, dass über 2/3 der Ausfälle aufgrund von systematischen Fehlern geschieht, also nur wenige durch zufällige Ausfälle. Diese systematischen Fehler, kann ich mir vorstellen, können durch die Hersteller von PLT-Schutzeinrichtungen letztendlich minimiert werden oder erschwert werden. Herr Meyer, welche Schritte hat der Enders und Hauser als Hersteller von PLT-Schutzeinrichtungen unternommen, um gerade eben diese systematischen Fehler zu reduzieren? Wir haben zwei Maßnahmen unternommen, wenn man weiß, dass systematische Fehler einmal beim Hersteller selbst geschehen können, aber auch durch den Umgang oder die Montage oder vielleicht sogar durch den Prozess. So haben wir zwei Maßnahmen unternommen und zwar einmal, wir haben bei uns ein sogenanntes Functional Safety Management System als eine Qualitätssicherungsmaßnahme eingerichtet, um zu verhindern, dass Geräte bei Produkteinführung systematische Fehler beinhalten. Wir entwickeln auch unsere Geräte nach der internationalen Norm, Sicherheitsnorm IEC 61508. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch versucht, die systematischen Fehler beim Anwender, also beim Kunden, zu vermeiden, indem wir dort entsprechende Maßnahmen, Softwaremaßnahmen, aber auch Tools geschaffen haben, die den Kunden dabei unterstützen, die Geräte auszulegen, auszuwählen, in Betrieb zu nehmen, zu montieren und letztendlich später auch zu prüfen. Also letztendlich Tools, die den Anwender bei der Inbetriebnahme und Installation des Systems unterstützen. Genau, das ist zum Beispiel der Applicator. Der Applicator ist ein Software-Tool, ein kostenloses Software-Tool, mit dem die Anwender ein Gerät auswählen können, ein Gerät also auswählen, auslegen können. Und wir haben dort aber natürlich auch die Geräte, in den Geräten selbst Software-Tools, wie zum Beispiel eine Inbetriebnahmesequenz geschaffen, sodass die nicht beliebig Parameter oder kritische Parameter unbedacht eingestellt werden können, zum Beispiel Zeitkonstanten, dass vielleicht das Gerät hinterher gar nicht reagiert, wenn so ein Störfall eintritt. Ein anderer Weg, um die ordnungsgemäße Funktion der PLT-Schutzeinrichtung zu gewährleisten, sind Wiederholungsprüfungen. Mit ihnen lassen sich zufällige Fehler aufspüren. Enders und Hauser und andere Messtechnikhersteller haben Diagnosefunktionen in ihre Messgeräte integriert. Welche Vorteile bieten diese integrierten Diagnosefunktionen? Die Wiederholungsprüfungen sind oft nicht einfach durchzuführen. Häufig muss das Gerät ausgebaut werden, das heißt Prozessunterbrechung, und das ist nicht immer möglich. Wir haben dort solche Tools mit eingebaut. Also wir haben einmal Prüftools geschaffen für Durchflussmessgeräte, aber auch Software-Diagnosen in den Geräten integriert, um eben Geräte nicht ausbauen zu müssen und um Prozesse nicht unterbrechen zu müssen. Die Konzepte für solche Diagnosetools sind unterschiedlich, das haben Sie ja auch schon gerade gesagt, Herr Meyer. Neue Produkte Ihres Hauses sind hier bei den Diagnosetools einmal Fieldcheck und einmal Heartbeat. Was steckt hinter Fieldcheck und was steckt hinter Heartbeat? Vielleicht zwei Sätze zu jedem System. Ja. Fieldcheck ist ein Prüftool, das an Durchflussgeräte der zweiten Generation angeschlossen wird und es dort ermöglichen, die Geräte im eingebauten Zustand zu verifizieren, vom Sensorelement vorne bis zum fehlersicheren Ausgang. Das Gerät entscheidet selbst, ob das Gerät noch in den Spezifikationen funktioniert und gibt letztendlich auch eine Dokumentation aus.
Heartbeat für die neue Gerätegeneration hat den Vorteil, dass es bereits eingebaut ist im Gerät. Das heißt also, es ist eine Art Field Check Insight und Sie können auch aus der Ferne zum Beispiel diese Verifikation starten und auch das Protokoll dann ausdrucken. Sie müssen also gar nicht mehr ins Feld raus, um das zu prüfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den PCs integrierte Diagnosetools stellen den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb von Siel-Schutzeinrichtungen sicher. Einzelheiten zu diesem Thema hat uns gerade Hans-Peter Meyer von Endres und Hauser erläutert. Herr Meyer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Vielen Dank, Herr Lehmann. Dankeschön.